Aha. Sie tun, was sie am besten können. Sie stehen mir im Weg rum. Entschuldigung. Dürfte ich vielleicht kurz mal... Ich störe ja nur ungern, aber... Hallo. Achtung! Amtmann an Deck! Abteilung stillgestanden! Der Ruhe, Amtmann! Oha, ich meine, recht so. Besser, viel besser. Sieht geil aus, Männer. Haben wir es hingekriegt? Stillhalten! Und jetzt ziehen durch, oder was? Als Amtmann verkleidet. Oh, Backe, noch mehr von der Sorte. Achtung, Amtmann an Deck. Hey, ich sagte Amtmann an Deck. Ja, wissen wir doch schon. Erzählen Sie uns was Neues. Also bitte, was sind denn das für Manieren? Ein bisschen mehr Respekt vor unserem Amtmann. Genau. Ja. Wo er recht hat, hat er recht. Immerhin ist er der Amtmann. Ja, genau. Immerhin bin ich der Amtmann. Nicht wahr? Ich sehe da ja schon bis. Ich sehe da schon was zurück. Das wird wahrscheinlich nichts bringen. Und genau, der ist doch, das ist, da versteckt sich doch jemand. Ich riskiere es mal einfach. Ich will zur Brücke. Macht euch nützlich und fahrt mich in die richtige Etage. Aber Herr Amtmann, die sollten Sie doch selbst kennen. Oh ja auch. Ich wollte euch Chargen nur das Gefühl geben, dass ihr gebraucht werdet. Wer steht denn da wohl hinter den Organen versteckt? Noch mehr von der Sorte. Ich will zur Brücke. Macht euch nützlich und fahrt aber ruhig auf. Ich wollte euch Chargen. Oh, weia. Ich hab mal eine Klappe. Und? Ist das der richtige Stock, Herr Amtmann? Das müssten Sie doch eigentlich wissen als Amtmann. Ja, klar. Ja, klar. Sind Sie sich da auch ganz sicher? Natürlich bin ich mir sicher. Ich bin der Amtmann. Ich bin mir immer sicher. Na dann. Aussteigen, meine Herren. Der Amtmann sagt, wir sind da. Stimmt, genau. Blitis? Nein, Argus. Du hast es erraten. Und du bist wohl Rufus. Ganz schön tollkühn, dass du dich hierher traust. Tollkühn und dumm. Wie immer. Oder ist dir am Ende gar nicht klar, dass ich dir jetzt alle Knochen einzeln brechen muss? Warte, können wir das nicht irgendwie auf zivilisierte Weise klären? Nein, danke. Die Zeit für gütliche Einigungen ist abgelaufen. Auf diesen Tag habe ich mich gefreut. Fäuste hoch! Ei, ei, ei. Mit Argus kämpfen? Ich weiß ja nicht. Das klappt ja super. Vielleicht. Komm her und kämpfe wie ein Mann. Rufus kann irgendwie nicht kämpfen, habe ich so das Gefühl. Tja. Sieh es ein! Es ist zwecklos! Oh, ein Pedal. Lass das! Oi. Und jetzt abwärts. Meinst du wirklich, dass du dich mit solchen Sperränzchen retten kannst? Jetzt ist das Pedal nicht mehr da. Sieh es ein! Es ist zwecklos! Hm. Und jetzt gleich Hebel. Verdammt. Was bezweckst du damit? Ich weiß es auch nicht. Ich lasse mir noch ein paar auf Kurs geben. Ich lasse mich noch mal ein paar Mal holen. Sieh es ein! Es ist zwecklos! Hm. Irgendwie muss das doch zu was gut sein. Was bezweckst du damit? Ich weiß es nicht. Anhalten.
Sieh es ein! Es ist zwecklos! Im Inventar haben wir nach wie vor nichts. Okay, das Pedal ist fest. Aha. Das Pedal ist fest während wir fahren. Sieh es ein! Es ist zwecklos! Das heißt. Hey! Was soll der Blödsinn? Wir können es nicht während der Fahrt aufmachen. Das ist blöd. Was dazwischen klemmt, können wir auch nicht. Wenn wir noch nichts im Inventar haben. Tja. Das einzige, was wir haben, ist hier die Nebel. Es ist zwecklos. Niemals. Und wozu muss das Pedal doch möglich sein? Lass das! Haben Job freigeschaltet auf die Fresse. Was bezweckst du damit? Und wofür muss das doch nützlich sein? Und was muss das doch bringen? Ich habe eine Augenschaft freigeschaltet. Ich habe keine Ahnung, was hier raus können wir auch nicht. Wir können es nur auf die Fresse geben. Hey! Drosselglied. Was haben wir denn da? Ein Drosselglied, um die Fahrstuhlgeschwindigkeit zu regulieren? Wer braucht denn sowas? Oh wei. Lass das! Okay, das Drosselglied haben wir entfernt. Und jetzt? Autsch. Anhalten. Autsch! Genau, was ich vorhatte. Ist herausgefallen. Ui. Ach, Herr Amtmann, endlich! Die Mannschaft wartet schon ganz ungeduldig. Warten? Auf Ihre Rede natürlich. Und ich darf hinzufügen, dass ich persönlich nicht weniger aufgeregt bin. Ihre Reden sind immer so inspirierend, so eloquent. Sie spielen auf der Menge wie auf einem Musikinstrument. In Verlaub, wenn ich mir die Bemerkung vielleicht gestatten darf, ein weniger charismatischer Redner würde von so einem Publikum doch sonst zerfleischt werden. Aha, würde er das? Sicher. Ihre Worte jedoch sind die pure Magie. Unnachahmlich. Doch genug meiner bescheidenen Schwärmerei. Sie sollten anfangen, bevor die Meute noch unruhiger wird. Ja, ja, das können wir schließlich nicht wollen. Wohlan, elektrisieren Sie uns. Versprühen Sie Ihren Zauber. Einen Moment. Ich glaube... Test, Test. Meine Herren, es spricht nun zu Ihnen unser aller Vorbild. Unser Anführer, unser Vordenker, unser Idol, Amtmann Argus, der mir eben noch einmal persönlich versichert hat, dass seine heutige Ansprache ihre Herzen für unsere gemeinsame Sache in nie dagewesener Weise entflammen wird. Und nun, stillgestanden, das Wort hat Amtmann Argus. Das hat er gewusst. Und er hat mich volle Latte auflaufen lassen. Dieser Arsch. Ach du Schreck. Ja. Meine Damen und Herren. Dieser Arsch. Also, was ich damit zum Ausdruck bringen möchte, dass dieser Arsch... Es läuft ja super. Schon zu Beginn. Sarnisch. Der hier vor euch steht, ist nur einer von 11.000 Arschen hier an Bord. Oh, weia. Jeder einzelne von euch ist ein Arsch. So wurden wir konstruiert. Das ist unsere heilige Bestimmung. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Wie kommt ihr dazu, so etwas zu behaupten? Tja, wie komme ich eigentlich dazu? Schaut mal unser Logo an. Schaut euch doch mal unser Logo an. Da hat doch irgendjemand...
hat bei einer Betriebsfeier sein Hinterteil auf den Kopierer gelegt. Und seither ziert dieser traurige Anblick unser Banner. Der Abdruck eines nachgiebigen, hängenden Hinterns. Da darf es uns nicht Wunder nehmen, dass man uns wie Ärsche behandelt. Schaut euch doch mal an! Wir verrichten die Drecksarbeit für die da oben. Denkt ihr etwa, irgendeiner von denen hätte Lust, sich die Hände schmutzig zu machen, den Planeten in die Luft zu sprengen, Deponianer zu terrorisieren oder was wir sonst so machen den lieben langen Tag? Nein! Amen, Amen, ich sage euch, die sitzen bequem auf ihren breiten Herrschen. Und diese Herrsche, meine Allerwertesten, das sind wir. Schaut mich doch mal an. Ich weiß, jeder von euch hält mich für einen Arsch. Weil ich mich wie einer aufführe. Aber warum ist das so? Doch nur, weil es von mir erwartet wird. Als Vorgesetzter ist man immer zur Hälfte Arsch und zur Hälfte Vorbild. Und wenn ich euch anscheiße, dann reicht ihr es einfach nach unten weiter. Die Befehlskette ist in Wirklichkeit nichts anderes als eine Kette von Ärschen, die sich gegenseitig anscheißen. Eine defekatorische Pissrinne! Schaut uns doch mal um! Was machen wir hier eigentlich? Wir sollen einen Planeten sprengen, auf den wir eigentlich scheißen. Für Leute, die uns am Arsch vorbeigehen. Ist es nicht an der Zeit, der Wahrheit ins Auge zu blicken, dass wir hier die Ärsche sind? Warum tun wir also nicht das, was von uns erwartet wird? Und scheißen drauf! Na los, sagt es! Wir scheißen drauf! Oha, eine brennende Rede hier. Wie es ausschaut. Ich könnte euch noch tausend weitere Beispiele nennen. Fakt ist, wir sind hier die Herrscher. Aber ist das ein Grund, sich zu schämen? Ich sage nein! Nein. Ich bin stolz darauf, was ich bin. Ich bin ein Arsch. Und das seid ihr auch. Ihr seid auch alle Herrscher. Es wird Zeit, der Welt zu zeigen, was in uns steckt. Lang lebe der Ordnung! Ein komischer Freckschalter zum Demagoge. Eine wunderschöne Rede gehört. Sehr inspiriert, wie immer. Sauber, dann kann ich ja gehen. Wo geht es zur Brücke? Was ist mit der Hymne? Der Hymne? Genau. Nach die jeder Hymne. Ansprache stimmen Sie unsere Hymne an. Das können Sie doch nicht vergessen haben. Ach so, die Hymne. Los geht's. Ach du Schreck. Ich brauche mal kurz eine Anleitung. Was für ein lahmes Publikum. Eigentlich sind Rufus' Gesangskünste hier komplett verschwendet. Trotzdem solltest du ihm helfen. Durch Klick auf die Notenlinien die Tonhöhe der Noten zu verändern, bis er die Melodie richtig mitsingt. Ach du Schreck. Ach du Schreck, da muss ich jetzt ein bisschen hinhören. Das klingt doch eigentlich gar nicht so falsch. Ja, vielleicht ein bisschen tiefer. Ah, das ist schon richtig zu sehen, was. Okay, die erste muss noch ein bisschen höher, würde ich sagen. Und wenn ich nur Noten lesen könnte. Okay, die ersten, die zwei und drei sind schon richtig. Organon. Ja, verstehe, okay.
Non. Oh, oh, ja, non. Oh, oh. Vielleicht. Organon. 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 Okay, das ist falsch. Oh, oh. Organon. Organon. Hm, vielleicht ein bisschen unter. Organon. Organon. Sehr gut. Oh, oh. Das muss höher. Organon. Vielleicht so. Organon. Organon. Oh, oh. Organon. Organon. Das ist noch tiefer. Organon. Punkt, Punkt, Punkt ist noch nicht ganz richtig. Organon. Hm, immerhin keine Wolke mehr. Ah, sehr gut. Organon. Das muss über Herzen sein. Organon. Organon. Vielleicht so. Da war gerade wieder eine Wolke. Herzchen, 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 Herzchen. Das ist falsch. Hier so umschwenkt wie eine Welle. Ausprobieren. Der erste Stück ist schon richtig. Das erste Teil. Sehr gut. Noch ein bisschen höher. Das klingt doch schon ganz gut. Und noch die letzten drei. Non. Oh, organon. Oh, oh. Organon. Noch höher. Organon. Oh, organon. Oh, oh. Organon. Nee, es muss tiefer. So, auf dieser Stufe. Organon. Ja, hier, glaube ich. Organon. Oh, oh. Organon. Nee. So. Organon. Organon. Oh, oh. Organon. Die letzte muss noch. So vielleicht. Das könnte klappen. Organon. Oh, oh. Organon. Nein. Organon. Muss ich ausprobieren. Die letzte Note stimmt noch nicht ganz. Organon. Da hatten wir so schon, da hatten wir so schon. Und da jetzt. Organon. Okay, die muss runter. Organon. Ja, vielleicht. Organon. Oh, oh. Organon. Sehr gut.